Hallo und herzlich willkommen. Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute zu dem Thema die schriftliche Abschlussprüfung in der OTA-Ausbildung. Ja, operationstechnische Assistenz. Hierzu werde ich Ihnen einige Tipps geben und Möglichkeiten aufzeigen, was an welchem Prüfungstag für Inhalte drankommen können. Ja, mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Ja, wenn Ihnen das gefällt, was ich hier so gestalte und Sie mich unterstützen möchten, dann würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn Sie mir einen Daumen hoch hinterlassen und natürlich meinen Kanal abonnieren, damit Sie weitere spannende Themen nicht verpassen. Ja, aber jetzt zum Thema. Die OTA-Ausbildung ist ja jetzt nun verstaatlicht. Früher war das nach der DKG reglementiert, jetzt durch die Verstaatlichung gibt es eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Ich werde die schriftliche Abschlussprüfung in der OTA-Ausbildung anhand der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung Ihnen vorstellen. Ja, die neue Ausbildung ist ja nach Kompetenzschwerpunkten eingeteilt und orientiert. Hierzu habe ich mal einen theoretischen Lehrplan gemacht in der ATA und OTA-Ausbildung, verlinke ich mal hier. Die schriftliche Abschlussprüfung ist hier heute Grundlage und thematisch inhaltlich. Aber natürlich gibt es auch noch eine mündliche Abschlussprüfung, die anhand unterschiedlicher Kompetenzschwerpunkte orientiert ist. Auch die habe ich schon ein Video gestaltet und verlinke ich auch hier oben, können Sie sich dann im Verlauf mal anschauen. Ja, kommen wir nun zur schriftlichen Abschlussprüfung bei den operationstechnischen Assistenten. Und hier sind auch unterschiedliche Merkmale und Rahmenbedingungen geknüpft. Ja, die Auszubildenden stellen zunächst einmal einen Sammelantrag auf Zulassung zur Prüfung und die Prüfungen werden abgeschlossen mit staatlich geprüften Prüfungssequenzen. Ne, wir haben ja schriftlich, mündlich und praktisch. In der schriftlichen Prüfung ist es so, dass drei schriftliche Prüfungen zu schreiben sind an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Die jeweilige Zeit sind immer 120 Minuten. Das heißt, Sie müssen drei aufeinanderfolgenden Tage eine Prüfungsleistung entsprechend ablegen. Jede Prüfungsleistung muss mit mindestens ausreichend belegt sein, also die Note 4, um die Prüfung zu bestehen. Das heißt, alles, was besser ist als 4,0, ist dann bestanden. Über 4,0 ist die Prüfung ohne Erfolg und Sie sind da entsprechend durchgefallen. Aber mein Video dient ja dazu, Sie darin zu unterstützen, dass Sie nicht durchfallen. Und ich wollte Ihnen entsprechend dann auch Tipps und Möglichkeiten aufzeigen, was Sie gebrauchen können, um entsprechend themeninhaltlich sich darauf vorzubereiten. Ja, welche Kompetenzschwerpunkte sind in der schriftlichen Aufsichtsarbeit, so wird das immer so schön benannt, möglich? Und wir haben hier unterschiedliche Tage mit unterschiedlichen Kompetenzschwerpunkten. An Tag 1 ist der Kompetenzschwerpunkt 1 sehr stark zu berücksichtigen und Themeninhalte dürfen nur aus dem Kompetenzschwerpunkt 1 entsprechend auch benutzt werden. Ja, wie heißt der Kompetenzschwerpunkt 1? Das ist ein großer Schwerpunkt, also berufsbezogene Aufgaben im ambulanten und stationären Bereich eigenverantwortlich planen, strukturieren und ausführen. Ja, hier sind bestimmte Themeninhalte möglich, die bei den operationstechnischen Assistenten entsprechend auch umgesetzt werden können. Hier ist zum Beispiel im Fokus die sogenannte Patientensicherheit. Ne? Also thematisch möglich wäre hier zum Beispiel Team Timeout. Aber hier geht es natürlich auch um die sichere Positionierung auf den OP-Tisch. Hier geht es natürlich auch darum, Lagerungsschäden zu vermeiden. Wie werden Patienten auf dem OP-Tisch entsprechend dann auch positioniert? Der zweite Bereich, der möglich ist, ist die Prä-, Intra- und Postoperative berufliche Maßnahmen sind hier möglich. Hier geht es natürlich dann auch um Monitoring, nicht nur in der Anästhesie, sondern auch bei den OTAs gibt es eben halt ein Monitoring. Entsprechend auch die Prophylaxen, ne, zum Beispiel die Weichlagerungen, um eben halt Lagerungsschäden entsprechend zu verhindern. Ne, welche Lagerungsschäden sind möglich? Wie gehen Sie da vor? Wie kann man da entsprechend
da Einlagerungsschaden vorbeugen. Wärmemanagement auch ein großes Thema, was man hier durchaus mit einbeziehen kann. Ja, denn der Bereich operative Verfahren und Diagnostik. Ja, welche operativen Verfahren gibt es da so? Da sind so allgemeine OP-Basics natürlich auch drinne. Wie decken Sie ab? Wie machen Sie eine Hautdesinfektion? Wie gehen Sie da vor? Welche Verfahren gibt es? Ne? Ob man jetzt laparoskopisch, endoskopisch oder konventionell offene Verfahren umsetzt. Hier gilt es auch, sich mit bildgebenden Verfahren mal mit auseinanderzusetzen. Umgang mit Röntgen, zum Beispiel in der Trauma, wäre hier auch durchaus möglich. Ja, dann natürlich braucht es enorme Kenntnisse in der Anatomie und Physiologie. Ne? Also hier, je nachdem, welche Handlungssituation, welchen Handlungsanlass entsprechend oben in der Fallsituation dann beschrieben gilt. Ja, eins nochmal dazwischen. Sie bekommen für den jeweiligen einzelnen Prüfungstag immer unterschiedliche Handlungsanlässe, also komplexe Fallsituationen, worauf Sie sich dann in Ihrer schriftlichen Prüfung auch entsprechend beziehen. Na, also es kann jetzt zum Beispiel auch unterschiedliche ja, Fälle darstellen. Also wir können eine Hernie haben, eine Leistenhernie, die operiert werden muss. Wir können aber auch letztendlich eine Gefäßsituation haben. Wir können aber auch eine Hüfte haben, also eine FEP oder eine TEP. Wir können auch im viszeralen Bereich eine OP haben. Da werden Sie dann eine umfangreiche Fallsituation haben. Denn entsprechend müssen Sie diesen Menschen auf dem OP-Tisch dann positionieren. Sie müssen Lagerungsschäden also vermeiden in dem Bereich Prophylaxe. Sie müssen das Feld auch entsprechend abdecken. Sie müssen auch entsprechend eine Hautdesinfektion umsetzen. Und Sie haben unterschiedliche operative Verfahren. Das sind hier so Themeninhalte, die möglich sind. Naja, und wenn Sie denn eine viszeralchirurgische OP haben, machen wir mal Billrott 1, 2 und so, dann sollten Sie schon anatomisch, physiologisch Grundlagen vom menschlichen Körper sich intensiv mit auseinandersetzen. Vom Mund bis zur Toilette. Ne? Das heißt also, der Magen-Darm-Trakt, ne? Sollten Sie kennen. Selbstverständlich auch das Herz, Herz-Kreislauf-System, überhaupt Systeme im Körper, ne? Trauma, Knochen sollten sich denn entsprechend auch mit auseinandersetzen. Also Anatomie, Physiologie ist hier auch ein großes Thema. Ja, dann bei den operationstechnischen Assistenten ist Instrumentation im operativen Bereich. Ja, hier arbeiten sie ja mit Siebe und unterschiedlichen Instrumenten. Diese Instrumente sollten sie natürlich auch kennen. Ne? Sie sollten sich zum Beispiel auch mit Mikturm auseinandersetzen, mit der Lichtquelle und ja, welchen Arbeitskanal, Druckhaare und so weiter. Hier sollten Sie sich dann auch mit der Instrumentenkunde entsprechend dann auch beschäftigen. Ja, Nachbereitung operativer Eingriffe. Hier geht es um Patientenwechsel. Wie bereiten Sie Ihren Tisch vor? Wie ist das mit dem Raum, wo der Patient war und wenn er gewechselt wird? Wie sieht das aus mit Reinigung? Wie sieht es aus mit Flächendesinfektion? Hier sollten Sie natürlich auch gute Kenntnisse haben und die entsprechend auch aufzeigen können. Ja, dann ist noch ein Unterpunkt im Kompetenzschwerpunkt 1, ist die sogenannte Springertätigkeit im operativen und diagnostischen Fachgebiet. Ja, was sind die Aufgaben eines Springers? Welche Richtlinien sollte ein Springer auch einhalten? Wie arbeitet man zu? Wie übernimmt man zum Beispiel Gewebe oder Organe oder irgendwas? Ne, also die Springertätigkeit ist hier ein großes Thema. Ja, denn Medizinproduktegesetz, wobei Gesetze nochmal am dritten Tag relevant werden. Aber wie gehen Sie um mit Medizinprodukte? Wer darf Sie überhaupt bedienen? Dürfen Sie diese bedienen? Wie ist das im Rahmen der Gerätekunde oder im Bereich zum Beispiel Endoskopie? Auch OTAs arbeiten ja in der Endoskopie. OTAs können aber auch im ambulanten Operieren tätig sein oder in der Notaufnahme tätig sein.
wenn jemand kommt mit einer Fraktur und die reponiert werden muss oder gegipst werden muss. Hier sind natürlich auch entsprechend Kenntnisse dann gefragt. Jo, dann haben wir ambulante zentrale Notaufnahme, Versorgung in den Funktionsbereichen. Sie haben ja auch alle ein Praktikum auf einer Pflegestation. Hier sollten Sie gerade im chirurgischen, operativen Bereich Pflegestation arbeiten in der zentralen Notaufnahme. In Bezug auch auf Krankheitslehre Kenntnisse haben, um entsprechend der Fallsituation begegnen zu können. Das, was ich Ihnen hier aufzeige an Möglichkeiten und Inhalte, ist natürlich exemplarisch. Das heißt nicht unbedingt, dass die dann auch in ihrer Aufsichtsarbeit so dran kommen können. Es sind Möglichkeiten, die ich aufzeige, die hier im Kompetenzschwerpunkt 1 machbar sind, die man auch in Form von Fragestellungen umsetzen kann. Allgemein ist noch zu sagen, Sie sollten sich die Fragen natürlich sehr genau durchlesen. Es gibt sogenannte Anforderungsbereiche, die zu erfüllen sind. Es wird mit einer Frage anders umgegangen und diese bearbeitet, wenn da als Operator Taxonomie 1 nennen ist zum Beispiel. Ja, und Sie zum Beispiel hier im anatomisch-physiologischen Bereich eine Grafik beschriften müssen. Das ist dann Taxonomie 1. Hier gilt es dann einzelne Wörter aufzuzeigen und die Grafik dann zu beschriften, sei es ein Skelett oder das Herz oder Verdauungsorgane. In der Taxonomie 2 erklären, beschreiben, hier gilt es dann schon vollständige Sätze zu formulieren, das Ganze auch ausführlicher zu gestalten. Hier ist dann es nicht mehr möglich mit einzelnen Wörtern, also natürlich mehrere Wörter ergeben einen Satz, das ist klar, aber nicht nur Stichpunkte, sondern dann auch schon ein bisschen umfangreicher. Die Taxonomie 3, Anforderungsbereich 3, ist dann schon ein bisschen herausfordernder. Hier ist es nämlich so gegeben, dass Sie dann auch die Situation analysieren müssen im Fall. Ne, was machen wir da? Hysterektomie, wie wird die Person auf dem Tisch positioniert? Und dann müssen Sie auch eine Anwendung finden, bei der Hysterektomie, vaginal, abdominal. Wie ist da die Desinfektion? Wie ist da vorzugehen? Wie decke ich diese Person ein? Und so weiter und so fort. Ja, also da ist denn in der Taxonomie 3 ist Anwendung gefragt. Das heißt, Sie müssen Ihr vorhandenes Wissen, was Sie in der Ausbildung gelernt haben, an der Fallsituation entsprechend auch anwenden können. Ja, zu guter Letzt an Tag 1, was ist dann noch möglich? Hier ist Übergabe, Übernahme und Dokumentation im Rahmen von Protokolle. Ja, wer schreibt, der bleibt. Auch OP-Abläufe müssen halt dokumentiert werden. Eine Zählkontrolle am Ende einer Operation nach Wundverschluss oder Wundverschluss und dann wird ja im Anschluss dann auch insgesamt dokumentiert. Ja, an Tag 2 ist denn der Kompetenzschwerpunkt 2 gefragt. Der ist eben halt sehr medizinlastig. Also hier geht es um medizinische Versorgung, Diagnostik, Therapie, Mitwirken, ärztliche Anordnung eigenständig ausführen und umsetzen. Ja, medizinische Diagnostik und Therapie. Hier ist, baut es natürlich ganz doll auch auf Krankheitslehre auf. Ne? Also wir haben hier auch dann entsprechend mit unterschiedlichen Wunden zu tun. Ne? Geht es auch um Wundmanagement, Wundversorgung. Wundverschluss, Drainagen und so weiter sind hier natürlich auch thematisch inhaltlich möglich. Ja, ärztliche Anordnung durchführen, auch OTAs sollten Schmerzmanagement kennen. Auch hier geht es auch um EKGs oder Injektionen, subkutane Injektionen oder IV, ne, also systemische Injektionen. Das sind so Themen, die sollte man dann entsprechend auch kennen. Und natürlich weitere Krankheitslehre ist hier eben halt durchaus möglich. Weitere Krankheitsbilder und Krankheitslehre. Ja, an Tag 3 werden zwei Kompetenzschwerpunkte entsprechend zusammen abgeprüft. Auch hier wieder 120 Minuten. Und hier geht es um Rechtskunde. Alles, was im operativen Bereich möglich ist, kann hier auch entsprechend dann abgeprüft werden.
wie zum Beispiel rechtliche Vorgaben im operativen Handeln. Strahlenschutzgesetz ist hier ein Thema. Dann ist das Thema Qualitätsmanagement auch ein großes Thema. PDCA-Zyklus zum Beispiel oder standardisierte OP-Abläufe. Warum ist das so wichtig, mit Pflegeleitlinien oder OP-Leitlinien Standards entsprechend auch zu arbeiten? Fehlermanagement bei Nahzwischenfall zum Beispiel. Dokumentation, wozu die dient, warum sie so wichtig ist, ist hier in der im rechtlichen und Qualitätsbereich dann eben halt könnten Punkte und Inhalte sein. Datenschutz, Schweigepflicht, durchführende Verantwortung. Was dürfen Sie überhaupt an Delegationen übernehmen? Wie ist das da so geregelt? Aber was hier auch möglich ist, ist eben halt das deutsche Gesundheitswesen. Krankenhausfinanzierung kann möglich sein, Personaluntergrenzen können möglich sein, ja, Krankenkassen, Pflegeversicherungen und solche Themen sind hier möglich. Dann ein weiterer Aspekt, ist der Kompetenzschwerpunkt 8, der hier enorm wichtig ist. Und gerade im operativen Bereich geht es um das Thema Hygiene. Ja, Hygiene ist ein enormer Part, der eben halt da ist. Na, wie Händedesinfektion, Hygiene, Flächendesinfektion, dann aber auch die persönliche Schutzausrüstung. Wie ist es, wie komme ich aus der Straßenbekleidung in die Berufsbekleidung? Wie bauen sich die Schleusen auf? Warum gibt es diese Schleusen? Wie ist das mit der Hautdesinfektion? Dann natürlich aber auch in Form von Sprengertätigkeit, Umgang mit Sterilgut ist hier auch eben halt thematisch möglich. Genau, Umgang mit Instrumente. Ja, das wäre denn so der Tag 3. Also kurz zusammengefasst, Tag 1, Kompetenzschwerpunkt 1 ist Berufsfachkunde mit Krankheitslehre, Anatomie, Physiologie. Der zweite Tag ist eher der medizinische Tag, Delegation, Übernahme, Maßnahmen, Katheterisieren zum Beispiel könnte da auch mit rein, ne, Ablauf eines transurethralen Dauerkatheters, Injektionen, Blutentnahme und so weiter. Ja, und Tag 3 ist dann eben halt Qualitätsmanagement, Rechtskunde und eben halt auch Hygiene, was hier da eben halt im Vordergrund steht. Jeder Tag 120 Minuten. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen so in meiner Übersicht und von den Inhalten eine Unterstützung darstellen. Ich konnte Ihnen ein paar Tipps und Anregungen geben, was Sie lernen können, um mit Erfolg Ihre OTA im schriftlichen Prüfungsteil, die ganze Sache mit Erfolg entsprechend abschließen zu können. Ja. Ich hoffe, Ihnen hat mein Video gefallen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Bis dahin und tschüss.